So, an dieser Stelle kommen wir zu einem neuen Video, und zwar, was benutze ich allgemein auf meinem PC-System, das heißt Aufnahmeprogramm, Umwandelprogramm, Schnittprogramm, Dienste in Form von Spieleprogramm, Steam und so weiter. Andere Dienste wie, sag ich mal, Konferenzen, also wie TeamSpeak, Skype-Kategorisation nehme ich da als Konferenz und so, oder Antivirenprogramm. Grundsätzlich in dem Video, was ihr hier drüber seht, mein PC-Hardware-System, habt ihr ja gesehen, dass ich mit Windows 10 als Betriebssystem gewappnet bin. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das andere Video gemacht habe und hochgeladen hatte, war es zu dem Zeitpunkt Windows 10 Home, weil ich ja damals das kostenlose Upgrade hatte von Windows 7 Home Premium auf Windows 10 Home, jeweils die 64-Bit-Version. Da mir mein PC-System aber abgekackt ist, übers Weihnachtswochenende oder auch als Weihnachtsfest genannt, konnte ich Windows 10 Home nicht mehr benutzen. Ich hatte kurz hier noch den Rechner eines Kollegen angeschlossen, habe mir darüber Windows 7 auf dem USB-Stick bootfähig gemacht. Sondern ich hatte weder eine Windows 10 CD noch eine Windows 10 Wiederherstellungs CD. Ich hatte nur eine Windows 7 Herstellungs CD. Deswegen bin ich auf Windows 7 zurückgegangen. So, dass ich wenigstens meinen Rechner so weit machen konnte, dass ich Netzzugang hatte. So, dass ich gegebenenfalls meine Standard Let's Plays vom PC her aus, so wie ich unten sehen kann, Forest World zum Beispiel, so über den PC aufnehmen konnte und dementsprechend auch die anderen Videos, die ich noch schon fertig hatte, hochladen konnte. Und wenn es danach geht, habe ich zwei Windows-Lizenzen. Einmal meine Lizenz, die ich damals im Januar 2012 gekauft hatte, zum Rechner damals. Das war Windows 7 Home Premium 64-Bit-Version. Und jetzt habe ich die Windows 10 Pro 64-Bit-Version. Wie mein ganzes System aussieht mit CPU und Festplatten, seht ihr im Video hier drüber, also Part 1. In dem Video, wie gesagt, ist nur drin, was ich grundsätzlich alles benutze, welche Dienste und so weiter. Und wie ihr schon wisst, dieses Video enthält natürlich Produktplatzierung. Dieses Video wird mit Werbung geschaltet. Welche Werbung läuft, kann ich nicht bestimmen oder vorhersagen. Und nein, ich werde für dieses Video nicht bezahlt. Das ist in dem Sinne einfach nur ein kurzes Informationsvideo, was ich sozusagen eigentlich nur benutze. Wenn ihr irgendwelche Programme, natürlich, ob es das Aufnahmeprogramm, das Antivirenprogramm, Umwandel, Schnittprogramm, was auch immer, davon kauft oder nicht kauft, liegt bei euch. Ich empfehle von den Sachen keins. Deswegen werdet ihr auch in der Videobeschreibung auch dementsprechend keine Links zu meinen Produkten finden. So, das war das über 4-minütige Vorwort. Also Betriebssystem. In diesem Falle jetzt Windows 10 Pro bzw. Windows 7 Home, jeweils die 64-Bit-Version, aber in diesem Fall habe ich die Windows 10 Pro 64-Bit-Version. Dann fangen wir mal hier unten rechts mit meinem Antivirenprogramm erstmal an. Das habe ich, oder da habe ich nicht, das habe ich, da habe ich das von Easeed, das NOT32 Antivirenprogramm. Gültig bis
30.12.2017. Ich wollte gerade sagen 30.01.2017, aber nein, ich habe es ja Ende Dezember erst aktiviert, also bis Gültigkeit noch bis Ende des Jahres. Dann hat auch die ganz normalen Standardgaben wie, glaube ich, andere Antivirenprogramme auch. Ich hatte natürlich das Antivirenprogramm schon mal vorher, da hatte ich aber bis 2019, aber da habe ich die Zugangsdaten nicht mehr, weil es von einem Kollegen, nicht Freund, gekauft worden ist und ich habe deren die Zugangsdaten nicht dafür, deswegen musste ich ja, nachdem bei mir Windows abgeschmiert ist, sozusagen einmal alles neu machen. Deswegen habe ich jetzt hier eine Gültigkeit für ein Jahr. Aber für ein Jahr reicht erstmal und dann gucke ich, welches ich dann hole. Aber bisher war ich mit dem immer zufrieden. Auch wenn das in dem Fall so eine kleine Empfehlung war, weil ich damit zufrieden bin, heißt es noch lange nicht, dass ihr es kaufen müsst. So, dann habe ich, fangen wir hier oben rechts an, einen kostenlosen CD-DVD-Brenner, der nennt sich CD-Burner XP. Der ist kostenlos und da kann man, wie gesagt, CDs und DVDs erstellen, brennen oder auch dementsprechende ISO-Dateien. Das heißt, wenn ihr eine Windows 7 nicht CD nicht habt oder eine Windows 10 Installation oder Windows 8.1 Installation CDs nicht habt, könnt ihr dementsprechend auch die ISO-Datei runterladen und dann halt auf CD brennen und dann habt ihr eine bootbare DVD mit dementsprechenden Windows-Programm oder Linux oder was auch immer. Denn bevor wir jetzt hier oben weitergehen, gehen wir hier ganz nach unten in die Taskleiste und ja, ab hier geht es ja regulär los. Ich benutze anstatt Firefox oder Internet Explorer oder den Standardprogramm benutze ich Google Chrome. Ich habe denn zusätzlich noch ein Blu-ray Player auf meinem PC und der ist auch an dieser Stelle kostenlos, nennt sich Leavo Blu-ray Player, weil ich habe in meinem PC, wie gesagt, ein Blu-ray Laufwerk, falls ich Blu-rays gucken will mit 5.1 Surround, gucke ich dann über meinen PC, weil ich, wie gesagt, am PC eine 5.1 Anlage habe. Natürlich geht auch in diesem Falle eine 7.1 Anlage, falls ihr eine 7.1 Anlage habt. Daneben habe ich mein Musikprogramm, nennt sich AIMP, buchstabiert AIMP. Und 3, die 3 könnt ihr müsst nicht hinschreiben, ihr braucht nur AIMP hinschreiben, so wie es jetzt hier gerade unten drin steht. Wieso habe ich dieses Musikprogramm? Aus dem Grund, so wie bei einer Blu-ray, wenn ihr eine 5.1 oder 7.1 Anlage an eurem PC habt, wird die Musik auf dementsprechend die 5.1 oder 7.1 Anlage ausgegeben. Das heißt, alle Boxen geben die Musik, die ihr hört, wieder. Ob es hinten links oder hinten rechts ist, ob das das Center ist, das Subwoofer, die mittleren Lautsprecher oder die zwei vorderen. Er bespielt alle. Dann halt ganz normal mein VLC-Player. Da gucke ich mir mal meine Aufnahmen vorher an, bevor ich sie umwandle und dann nochmal als Gegenleistung nach dem Umwandeln. Nur so als Standardtest, um zu gucken, ob das so passt oder nicht passt. Dann gehen wir wieder jetzt nach oben an das Bild. Und zwar habe ich hier rechts den Skype Videokonferenz, ja, neben TeamViewer, falls ich auf einen anderen PC zugreifen muss, wenn da irgendwas nicht stimmt, den TeamSpeak. Und links außen hier ist mein Aufnahmeprogramm Bandicam, ganz normal. Da habt ihr dann dementsprechend auch die Möglichkeiten, Sachen im Vorfeld natürlich einzustellen, wie ihr es gerne habt. Dann habe ich hier den ersten Spieldienstlieferant, sage ich mal, Battle.net. Manche fragen sich jetzt Battle.net, was ist das? Über Battle.net läuft alles, was von Blizzard ist, das heißt StarCraft, World of Warcraft, Diablo. Das heißt so an sich eigentlich nur die Strategiespiele.
Oregon ist klar, das sind die ganzen EA-Titel, das heißt Need for Speed und FIFA. Und die Richtung. Bei Uplay habt ihr natürlich alle Ubisoft-Titel, das heißt zum Beispiel Watch Dogs 1 und 2 oder Warcraft alle Teile. Und dennoch natürlich noch ein paar mehr, Assassin's Creed unter anderem. Und Steam, ja, Steam ist eigentlich so ein Gemisch aus Uplay, Origin und überwiegend den Rest. So wie bei Steam findet ihr natürlich dementsprechend auch Watch Dogs, Far Cry, Wolfenstein, Doom, auch Need for Speed, Formel 1 und den restlichen Gedöns, den ihr bei Uplay oder Origin nicht findet. Falls in der Aufnahme war, ich habe mich aus Versehen einmal verklickt, von Vollbild verlassen. Falls ihr kurz nur so ein kleines Bild auf einmal hattet, tut es mir leid. Wenn nicht, dann habt ihr es nicht gehört und gesehen. Dann haben wir hier noch mein PS4 Remote Play. Genau, PS4 Remote Play. Für PS4 Remote Play gibt es nur für Windows 8.1 und Windows 10. Das hieße, hätte ich jetzt Windows 7 drauf, hätte ich meine PS4-Aufnahmen jetzt nachträglich nicht machen können. Also jetzt die jetzt kommen würden, wie zum Beispiel Walking Dead Staffel 3 A New Frontier. Hätte ich zum Beispiel jetzt nicht aufnehmen können über Windows 7, da es nicht für Windows 7 unterstützt ist. Und ja, dann nehme ich den halt, lasse ich dieses, müsst ihr es euch so vorstellen, ihr müsst es hier auf Start klicken, dann findet er meine Konsole, wenn sie an ist, dann wird hier so ein kleines Fenster aufgerufen, oben rechts in der Größe von 1280x720. Den lasse ich hier Bandicam daneben laufen, gehe statt hier auf Fenstermodus, also dieses, was ich jetzt hier habe, auf den Spielemodus. Und hier ist der Bildschirm, das ist nur meine Kamera. Das heißt, ich gehe hier auf den Spielemodus, klicke dann in das Fenster von PS4 Remote Play und dann nur in dem Augenblick beim Spielemodus nur dann halt das Spiel auf. Und mein Aufnahmeprogramm nennt sich Wondershare Video Converter Ultimate. Ich habe jetzt hier auch schon eine Datei, wie ihr es sehen könnt, drinne. Und hiermit wandle ich sozusagen meine Videos jetzt um. Manche Fragen sagen sich jetzt: Ey Alter, du hattest doch vorher ein anderes. Richtig, ich hatte vorher eins, das hat sich genannt FreeMake Converter oder FreeMake Video Converter, was ja kostenlos war. Hast du gerade einen Riesensprung gemacht von 48 auf 97? Was ist denn da nicht in Ordnung? Egal. Und warum habe ich jetzt gewechselt? Weil vorher, also vorher war es so, wenn ihr meine Videos geguckt habt, war am Ende jedes Videos immer so ein kleines Branding von, sag ich mal, einer Sekunde. Und jetzt wäre es so gewesen, dass vor dem Video 2,5 Sekunden waren und nach dem Video 2,5 Sekunden. Das heißt, pro Video-Part, Datei, egal ob es jetzt 5 Minuten sind oder 30 Minuten, wären im Schnitt immer 5 Sekunden Branding. Und darauf hatte ich keinen Bock. Am Ende des Videos kein Problem, aber nicht jeweils Anfang und Ende. Worauf ich gesagt habe, ich hole mir jetzt ein neues. Und ich habe mich dann dafür entschieden. Und wie gesagt, ich kann mich hier nicht beschweren. Ich habe das ja schon ein paar Tage. Ich habe auch schon ein Let's Play mit aufgenommen und schon umgewandelt, aber noch nicht hochgeladen. Dieses Let's Play nennt sich Emily Wants to Play. Das lade ich die Tage dann mal hoch. Und ja, an sich war es das eigentlich schon, was ich großartig benutze. Auf meinem System, für mein System, womit ich aufnehme, womit ich schneide und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns bei einem anderen Video auch mal Kanal wiedersehen und mal zwischendurch auf meinem Gaming-Channel, wenn ich ein Let's Play hochladen werde, bzw. veröffentlicht wurde, wie nachher Heavy Rain. An dieser Stelle bin ich raus.